Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Markt mit Zombie und mir. Wir waren auf der Suche nach Zuckerrohr. Zombie war bei dem Villagerdorf und hat okay, irgendwelche Wege gebaut. Ich weiß es nicht genau, ich war ja nicht dort. Hallo. Ich habe den Maudado gemacht und nichts gesagt. Oh, Jetzt habe ich Malo gemacht und dumm gelacht. Junge, jetzt habe ich den Dena gemacht. Ach, Geilo. Geilomatico! Jetzt bin ich Kev gewesen. Ach, Tommy hatte alles durch. Willkommen zurück zu Minecraft Mark. Kannst du auch den Krog machen? Hallöchen, Popöchen. Ich bin 12. So realistisch. Ja, ich sollte Imitator werden. Ja, ich habe gerade hier Operation Save the Villagers vor geistiger Dummheit. Ich habe das Zuckerrohr gefunden. Sehr schön. Allerdings habe ich auch anderes Zeug, was ich gar nicht haben will. Hier schmeiße ich mal alles weg, was ich nicht brauche. Oh, was haben wir denn hier? Können die mal aufhören, sich die ganze Zeit weh zu tun? Oh, hier ist ja nicht besser geworden. Oh, was ist denn hier los? Grenzdebiles Volk hier. Die erstmal dann aus ihren Löchern noch rauszukriegen, am Ende wird wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung. So, das kann alles weg, weil der Weg eh ins Nichts führt. Heißt, ganz viel Kies für mich. Und ganz viel Kies für mich freut mich. Weil dann kann ich hier die Wege reparieren. Ach, wir können jederzeit handeln hier, das freut mich. Ja. Die Bücher haben sich gelohnt. Jetzt schon, allein für diesen Weg. Und hüpfen wir hier mal Ah, hier hoch. schon. Jede einzelne Straße ist einfach komplettes Chaos in diesem Dorf. Sonst hätte die versucht, Satan zu beschwören und es hat fehlgeschlagen. Das ganze Dorf wurde dann irgendwie zerstört. Einmal die Satansbeschwörer. Die Schrecklich. gab es ja auch im Dorf. Dann waren immer die Straßen eingestürzt. Und die Wasserleitungen liefen nicht mehr richtig. Aber das ist vorbei. Ja, Okay. jetzt mit Zimbel, dem Reparierer, ist alles gerettet. Yes. Okay, Papier gegen Emeralds tauscht er. Das ist. 35 Papier gegen ein Emerald. Oh Gott. Das ist aber happig. Na Habe egal, ich machen wir es einfach. jemals behauptet, meine Händler sind günstig? So, ich bin da Oh. zum Mail. Wo muss ich hin? Der hat eine weiße Robe an. Gefunden. Was der? Oder So, was okay. der? Wir haben, ja, wir haben jetzt 5 Emeralds. Oh, sehr schön. Wie viele brauchen wir? Ich glaube 4. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Oh Gott, wir können heute vielleicht damit anfangen, Zombie. Vielleicht haben wir es endlich erreicht. Hast du eine Schaufel? Nee. Okay, ich bin hier gleich fertig. Okay, ich gehe schon mal nach Hause. Ich weiß nicht, warum ich so einen Schwachsinn mache, aber ich habe Lust darauf. Also verzeiht es mir, dass ich so einen Schwachsinn tue. Hilft gerne den Villagern. Keine Ahnung, ich finde es einfach super eklig, wenn man so in einem Villager-Dorf ist und alles kaputt ist. So, schauen wir noch mal genau, was wir brauchen und bereiten das vor. Der Autospawner, was will der denn? So, die Magma, oh nee. Oh nee. Ich habe die in irgendeine Kiste gemacht. Ach Gott. Magma. Wo habe ich dich hingetan? Okay. Wo habe ich dich? Perfekt. Ach, da sind sie. Habe ich auch gebraucht. Oh, und den Slime habe ich eventuell auch gebraucht. So. Dann haben wir schon den Maschinenblock, heißt, wir machen alles hier rein. Und das dann wieder so machen und so. Und jetzt können wir noch mal schauen. Autospawner. Wird auseinandergeschrieben. Was brauchen wir für dich?
Haben wir dich schon gecraftet? Nein. Haben wir nicht. Wir haben wir schon gecraftet und Netherwarzen hatten wir, oder? Ja. Nee, es geht voran, aber das Projekt wird später fortgesetzt. So, dann gehen wir mal zu Maudado. Ich suche gerade Netherwarzen. Habe ich mitgenommen. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht wo. Deswegen suche ich gerade. Mal wieder. Suchen bin ich echt gut mittlerweile. Hoffe ich. Naja, eigentlich muss ich oben unten das angeben, dann das filtern und dann schauen, welches Feld leuchtet, aber daran bin ich nicht mal der Beste. Das ist nämlich ziemlich schwer. Ja, das glaube ich schon. Das habe ich als Kind auch nie geschafft. Ja. Immer die leuchtenden Felder finden, das ist nicht einfach. Dann schüssel ich mal hier noch weiter vor mich rum, während du die wichtigen Maschinen baust. Wie immer. Wir können das zusammen craften an dem Crafting Table hier. Ja! Jörg, an den oberen. Warte. Oberen. Ja. Ja, dann das, legen wir jetzt Sachen rein. Hä? Du bist am unteren. Oh. Das ist auch sehr schwierig, das auseinanderzuhalten. Okay. So, und dann brauchen wir noch. Haben wir noch Gold? Haben wir Gold zum Beispiel? Ja. Bestimmt irgendwo. Wir haben hier noch Gold Nuggets, die ich zusammen craften könnte. Hä, wir werden doch in unserer erste Kiste oben Gold haben. Gold war doch so ultra selten irgendwie. Okay, ich habe aber nie Gold verwendet. Ich habe jetzt aus einem aus Gold Nuggets Gold gecraftet. Soweit muss ich schon gehen. Okay, Zombie. Oh. So, du darfst es rausnehmen. Okay, hallo. Aus. Was bauen wir denn? Ein Autospawner. Ja. Aus Magma-Creme, aus Redstone, Conception Coil, Emeralds. Oh, okay, habe ihn rausgenommen. Ja. Okay, und jetzt brauchen wir noch einen Power Spawner. Dafür brauchen wir einen Kopf. Der war, glaube ich, hier drin. Genau, den Kopf. Ja, löschen wir erstmal wieder das Rezept. So, wir brauchen den Kopf. Wir brauchen den Kopf da oben. Okay. Brauchen wir so einen Block, den ich hier oben schon vorbereitet habe. Wir sind hier bei Art Attack. Oh. Der Bastelkleber, den jedes Kind immer daheim hatte. Oh nee, wir brauchen noch so Kristalle. Oh nee. Wir brauchen Enderperlen-Zombie. Die habe ich natürlich auch vorbereitet. Und jetzt machen wir hier die oben rein. In den Ofen. Zusammen mit denen da. Dann verbraten die. Und heraus kommt. Vibrant Alloy. Genau. Und dann stellen wir fest, dass uns genau, glaube ich, ein Emerald fehlt, oder? Nee, fehlt uns nicht. Wir haben alles. Gott sei Dank. So, und das, die Vibrant Alloy, für die habe ich keinen Platz in meinem Inventar, deswegen werfe ich dir was zu. Jawohl. Deswegen craften wir jetzt im oberen Crafting Table noch was. Okay. Ja, wo habe ich den hingemacht? Ah, okay, ich habe schon gedacht, die wären verschwunden. Nehmen wir den Emerald. Warte, ich höre irgendwas klappern. Ja, ist irgendein Skelett. Ah, das ist auf unserem Bärenbüschen Amok gelaufen. Ah, daran stirbst du doch, oder? Ja. Hab mich nur gewundert, woher so Klappergeräusche kommen. So, bin oben, ja. So, oh. Ja, dann nehme ich die raus. Hab ich mal gemacht, ganz frech, wie ich bin. Und magische jetzt? Magische Kristalle. Geht das nicht. Warte, was mache ich falsch? Hab ich das falsche Maschinencase gebaut? Ach, das ist nicht der richtige Stahl. Electrical Steel brauchen wir. Ja, ja. Den habe ich schon gemacht. Irgendwann mal, aber wo habe ich den dann hin? Oder habe ich den komplett verbraucht? Wie macht man den elektrischen Stahl? Den machst du mit Kohldust und Silikon. Silikon bekommen wir aus Sand. Beziehungsweise ist vielleicht sogar noch in dem Ofen da unten drin. Nee. Und Sand haben wir gerade hoffentlich irgendwo. Ja, Sand finde ich schon irgendwo, wenn wir welchen so dringend brauchen.
Wir machen das gerade richtig sinnvoll, dass wir zu zweit craften. Ja, so sehen es meine Zuschauer wenigstens auch zum Teil. Besser als dass ich in einem Villager-Dorf rumbaue. Genau, das hat dir Spaß gemacht. Hat sie ja auch. Oh ne, ich wollte kein Glas draus machen. Ich wollte das hier makaronisieren. Das ist ja gar nicht mehr der Macerator. Kannst ja gar nicht mehr makaronisieren. Oh, diese Veränderung. Düster. Stimmt, ich wollte hier Fackeln hinstellen. Aha. Perfekt. So. Von unten kann ich die Blöcke gut austauschen. So, das wird später ausgetauscht. Grob und ganz haben wir hier jetzt einen wunderschönen Kellerboden. Yes. Psst. So, jetzt. Ja. Ah ja. Fleißig. So lobe ich mir das. Danke. So, dann putte ich da wieder rein. Werkzeug wollte ich mir neues Mal herstellen. Zack. So, und dann nehme ich es raus. Darf ich? Ja, ja. Okay. Ach, ich hab's. Jetzt nehmen wir den kaputten Spawner. Oh, und dann brauchen wir noch einen Amboss. Dann nehme ich mir noch 20 Level. Und muss einen Amboss craften. Naja, wir haben eh zu viel Eisen. Ah. Marx knüpfen uns das ab zum May. Immer diese bösen Marx. Gute Position auf jeden Fall. Dankeschön. Wir haben ja das kostet sogar 30 Level. Was denn? Den. Jetzt muss ich einen Broken Spawner, also den Powered Spawner mit dem Broken Spawner kombinieren am Amboss. Achso. Damit so legt man das Mob fest und es kostet 30 Level. So. Der klebt ein bisschen weit oben in deinem Arm. Tut das nicht weh? Der ist auch ziemlich schwer. Ich musste ihn so mit meinem ganzen Arm auf meinen ganzen Arm legen. Achso. Okay. Ja gut. Dann brauchen wir jetzt noch einen Grinder. Dann können wir es tatsächlich bauen. Hä? Ja, wir brauchen ja immer noch das Netz. Ah, und das Netz, aber das ist vernachlässigbar. Dann brauchen wir 4 Enderperlen für das Netz. Ja, ja. Ah, ich wollte mir einen Bogen bauen und jagen gehen. Ghasts. Kann man eine Gasträne einfach craften aus, was weiß ich, 2 Gräsern vielleicht? Weiß ich nicht. Ich guck mal nach. Man kann die mit Bienen machen. Nö, töten. Wir haben doch bestimmt noch Schnüre, oder? Für einen hübschen Bogen. Stimmt. Kannst du mir 2 Schnüre mitbringen, wenn du welche findest? Ja. Oh, das wäre sehr schön. Da hat er sie mit seinem Popo aufgesaugt. Ah, Tatsache, da sind sie. Dankeschön. Ich muss Sticks wegwerfen. Machen wir es mal ganz noobig. Bevor ich das Rezept nur einmal falsch eingebe. Ja. Aha. Aha. So muss man die... wisst ihr, wie selten ich einen Bogen crafte? Zu selten, richtig. Wir haben kein Gold mehr. Dann geh welches suchen. Erstmal die Kisten. Mir fällt gerade auf, dass ein Bogen eventuell Pfeile benötigt. Echt verrückt, wie wenig Gold es anscheinend gibt.
Machen wir mal hier die Maudado-Tricks. Lifehacks. Ja. Gehe ich mit der Suche durch die Kisten und filter alle Pfeile raus. Perfekt. So, jetzt gehe ich zu dir. Perfekt. Ich verzauber noch mal einen Bogen mit 30 Leveln, ne? Ja, wir haben es ja. Unbreaking und XP Boost 3. Warum kriege ich nur so einen Scheiß? Die ganze Zeit XP Boost. Ich will keine Erfahrung von Mobs. Ich habe einen Bärenbusch, dann bin ich Level 30. Oh, Veni hat hier einen ganzen Tank voller Blut. Ich glaube, der macht sich seine Schleimbälle so. Ich habe da viele Schafe dafür opfern müssen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Kühe. Ja, das ist dasselbe. Ich das nicht gut. Der verteidigt ja die Tiere, aber ja, alles das Gleiche. Ah, da oben ist auch ein Zaubertisch auf einem Haus. Hi. Und ich höre irgendwo direkt einen Zombie, das macht mir doch ein bisschen Sorgen. Ich bin nicht mehr da. Also ich bin's nicht. Okay. So, da ist ein kleines Schweinchen. Da oben ist was? Klingt so, als wäre da oben ein Gast. Brauche ja nur eine Gasträne. Nur. Wo ist er denn? Oh nee! Okay, ich kämpfe. Oh nee! Oh nee! Ach, Tommy klingt richtig glücklich. Oh nee! Mach die weg, Maudado! Warum soll ich denn. Oh. Darf ich die Skyblocks starten? Okay. Da waren Hornissen in der Hölle. Ach nee, nicht die Hornissen. Hatte jemand die aufgebrochen oder wie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die mich angegriffen, als ich die Hölle betreten habe. Die nicht Hölle? Cool. Ja, was war das? Ach, das war der verbrannte Zombie, der verzweifelt versucht hat, ins Haus zu kommen, um zu überleben. Na gut, dann suche ich mal ein bisschen Gold. Ihr seid böse. Da oben habe ich einen Wegpunkt, also sollte ich immer hochfinden. Gold, 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 Gold. Ich finde bestimmt ganz viel Gold. Und dann bin ich glücklich. Ja. Oder dann bin ich glücklich, so. Sehr gut. So, wie lange nehmen wir schon auf? 18 Minuten. Das ist der perfekte Gast. Ich habe den perfekten Gast. Problem ist, ich komme gerade nicht zum Essen. Okay. Das ist der perfekte. Oh, leck. Weißt du, was ich nicht mag? Was? Dass diese Feuerblöcke hier existieren. Ja, die sind ein bisschen nervig. Ich habe Angst, dass die Items verbrennen von dem Gast. Ach so, das könnte tatsächlich sein und wäre etwas unschön. Also, ich habe einen Gas getötet, da liegt keine Gasträne auf jeden Fall. Ja, die droppen es ja nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit. Was ich irgendwie doof finde, gerade beim Gast. Ich wollte schon, ob da. Ja, aber er hat ein Quietscheentchen als Hut. Was sehr passend war. Also hat sich's gelohnt. Wenn ich das Quietscheentchen bekommen hab. Käsehut. Ach, so gehen wir mal zu Maudado. Da freut er sich bestimmt. Oh, ich höre noch einen. Ah, hier ist kein Gold. Und hier ist auch nur ein komischer Gang, den irgendjemand anderes erscheinend gemeint hat. Oh, die hatten Hut auf. Und wir schon wieder 19 Minuten haben. Wie wenig Zeit hat man denn in dem Projekt? Ich will mich doch nur ein bisschen umgucken. Und ich will nur Gold. Ich will nur einen Gast jagen. Na gut. Dann gehen wir wieder unseren Berg hinunter. Unseren Berg des Triumphes. Ich bin erst, wenn ich aus der Hölle raus bin. Minensystem gelandet.
Wo ist denn der Gast? Man weiß es nicht. Ich höre ihn jetzt auch nicht mehr. Na gut, dann gehe ich wieder. Gut, dann war es das mit der Folge Minecraft Mark. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr mögt's. Versuchen. Aha, ich hoffe, ihr mögt's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann kann Maudado meinen neuen Hut sehen, den ich schon länger habe, aber noch nie angewendet habe. Vielleicht finde ich dann Gold. Vielleicht mehr Hornissen. Vielleicht eine Gasträne. Bis dann, euer endlich aus der Hölle draußen sei in der Zimbelmann, der gerade nochmal Schaden vom Portal bekommen hat. Hilfe, bis dann. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.